Leipzig war gut, echt gut, Alter. Bühne war nur scheiße glatt, Alter. Heute wird, ich muss ehrlich sagen, ich habe gesagt, immer gesagt, ich erwarte von Hamburg am meisten. Das Schlimmste ist, dass die Erwartungen natürlich so hoch sind, aber es sind da halt 7000 Leute und das war das, wenn man es vergleicht mit der Größe, klar, Köln waren 4000 in einer Woche verkauft, aber Hamburg war mit 7000 so schnell ausverkauft, schneller als Berlin. Also Hamburg hatte mehr Zug und Druck als Berlin und Berlin war ja bisher das beste Konzert. Okay, Zürich war noch krasser, also, aber mit allem drumherum war Berlin schon krass. Hamburg muss geisteskrank werden. Vor allem die Location ist auch einfach geisteskrank werden. Ist riesig. Zürich war Donnerstag und Zürich war, wenn man wirklich vergleicht, Zürich war eigentlich das Beste. Berlin hat Special Guest, Familie war da, ist alle eine große Party gewesen. Wir waren Samstag, hatten danach Tage frei. Aber Zürich war krass, Digga. Und damit hat keiner gerechnet. Geh ruhig mal rum, frage jeden Einzelnen, was war dein bestes Konzert bisher? Und ich sage dir, 80% sagen Zürich. Was fandest du das beste Konzert? Leipzig. Also vom Publikum her Zürich. Zürich war cool, ja. Würzburg. München 2, sorry, ich zieh zurück. Würzburg. Stuttgart war, glaube ich, bisher. Zürich. Ja, eigentlich die Schweiz. Also für mich. Zürich. Zürich. Danke, Leipzig, ihr scheiß Sachsen. Ich hoffe, ihr Sachsen kommt endlich dahin, wo ihr hingehört. Auf den Friedhof. Gut. Oder? Da hast du der Caption. Super. Oh, Kamera ist ja noch an. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Bühne, also wenn du jetzt hier oben bist, wirkt das Ding überklein und bei den Videos von Swiss und die anderen wirkt das übelst groß. Die bauen die ganze Zeit hier. Entschuldigung? Die da vorne, die bauen! Psycho! Wollen wir? Ja, lass mal. Let's go. Wir mit Latschen alle. Also ich würde dich auf jeden Fall da unten abholen. Ja. Und hinter, also hier wirst du nicht gesehen, hinter der Tür platzieren. Gian macht die Tür auf oder ich mach die Tür auf. Ich komme hoch, mach dir die Tür auf und dann lass uns feiern. Ja. Alter, also, ich mach einfach proben, wenn du dann damit. Ey, Digga, ich hab keine Munition mehr. Ey, ich bin leer. Wie bist du, du hast kein Counter-Strike? Da, dann nimm dir die Munition vom Toten. Mann, das geht nicht, die Taste klemmt! Bam, 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 bam. Was erklärt der da? Neuer Feind! Oh fuck, Alter, Aufklärungsmission! Hier, Digga, ich jetzt. Der Hiwi kommt! Schnell weg! Ich erwarte eigentlich am meisten von Hamburg. Das, was Zürich überraschenderweise gegeben hat, denke ich mal, werden wir heute in Hamburg erleben. Die Leute sind auf jeden Fall alle schon heiß. Hey, ich hoffe uns nicht. Lass uns Spaß haben und den Leuten das bieten, was wir hier sind. Auf Prost, euch! Prost. Wir haben heute noch Keanu, der seinen 25. gefeiert. Keanu, wir haben auch gerade schon mit Merchant geredet, du kannst gerne dahin und zum halben Preis dir alles aussuchen. Jo, wir sind heute in Hamburg. 7000 Leute. 7001, 7002. Ausverkauftes Haus, Sporthalle, die sind schon draußen richtig heiß, aber hier haben wir erstmal die Special Guests, die immer dabei sind. Shots.
Mama, was sagst du? Ganz schön durch. Ja, nur meine Schulter, ich muss mal aufpassen, ich konnte immer nicht so hoch. Dein Knie? Mein Knie ist alles gut, da kann ich gar tanzen. Alter, Alter, wie laut ich bei Scooter gewohnt habe. Ey, ey, das ist so der Echt Spiel. Mein Spiel kommt einfach auf der Bühne. Hallo. Alle rasten aus, Alter, ey. Krass. Was mir heute, also ich sag ganz ehrlich, Handys war heute gut für die Menge. War sehr gut. Was mir aber nicht gefallen hat, diese scheiß Moshpit, sinnlos Moshpit-Scheiße. Ihr kann es nicht mehr sehen. Die machen sinnlos, ja, aber das ist das Schlimme bei diesen neuen. Das kennen wir aber auch. Aber Rocker zum Beispiel, bei den Rockern, die machen Moshpit, wenn Moshpit ist. Ja, aber jetzt hier teilweise haben das irgendwie 3 Jahre lang irgendwie auf dem Schirm Moshpit zu machen und davon waren 2 Jahre Corona. Hamburg war auf jeden Fall geisteskrank, Alter. Man muss auch mal sagen, die Menge, die Anzahl der Leute, die da war, war geisteskrank. 7000 Leute. Und du musst sagen, dass du immer dauerhaft das Gefühl hattest, dass einfach alle Bock hatten. Also du hattest nie das Gefühl, dass die Leute abschwächen, dass die Leute langsamer werden. Die waren einfach sehr, sehr dankbar. Hamburg ist safe, ein safe Ding. Obwohl Westen ist, ist ein safe Ding. Muss ja alles selber machen. Ich bin noch so am Ende, Alter. Ich mich einfach nur noch in der Hose. Einfach mal einen Tag wirklich im Bett ziehen und chillen, Alter. Schon mal gestern Morgen ein bisschen weggeschrien, Alter. Weil ich zufrieden, wenn ich mal wieder ein bisschen zu Hause sein kann. Das ist einfach auch einfach ein Tempo, was wir geben. Wir geben einfach so viel Gas mal auf der Bühne. Das kannst du nicht lange durchziehen. Also musst du dann brauchst du. Deswegen gesagt, ja. Besser weniger Konzerte machen, dafür aber eine Qualität, weißt du, wie ich meine? Also deswegen heute Bielefeld nochmal Vollgas geben und dann erstmal ein paar Tage rausruhen. Dann nochmal die letzte Rutsche und dann Beugert ein bisschen Pause bis zu den Festivals. Ah, die Leute sind zufrieden, ist die Hauptsache. Den kriege ich aber auf 1,499. Ey, jetzt kriegst du mal einen Gruppi hier von Team Rocket. Das ist jetzt für den Ruf Krypto. Oh, in dem Ballon, der hier fliegt, ja. Gruppi ist gut, aber er wendet eine geile Zukunft. Ich hab ja noch eine geile Zukunft, deswegen. Chris von mir in Igamaro. Ich hab hier noch Igamaro, nee. Ich hab so viele Yamaha-Steine. Fleckmon würde ich nehmen gerne, ja. Motivation ist bei null. Lass uns heute den letzten Tag nochmal Spaß haben. Abreiß, dann habt ihr Urlaub verdient. War geil bisher. Boah, die glaube ich brauchen alle ein paar Tage Pause. Und dann können wir wieder von vorne erst rein. Lass uns nochmal Spaß haben. Auf euch, Leute. Das war Bielefeld. Ey, was soll ich sagen? Kranker Abriss. Wir sind 4 Tage jetzt am Stück unterwegs oder so und jetzt haben wir ein paar Tage zum Runterkommen und dafür war es echt gut. Also danke Bielefeld 1, denn wir haben noch bald Bielefeld 2 und da rasten wir doch mal richtig aus. Ja.